Der Andi Juchli ist Geschäftsführer von der Firma JDMT Medical Services AG und ein Vollprofi, wenn es ums Thema Erste Hilfe geht. Im Interview mit safetysecurity.ch stellt er seine eigene Systemlösung vor und redet über die Erste Hilfe in den Betrieb, über die Wegleitung vom SECO, über die Medikamentenabgabe in den Betriebssanitäten. Außerdem erklärt er, auf was es bei der richtigen Ausbildung darauf ankommt. Denn Emotionen spielen eine grosse Rolle und in der Praxis lässt sich Theorie darum nicht immer so einfach umsetzen. Du musst eine positive Grundstimmung rund um die Erste Hilfe aufbauen. Erstens etwas Edles, wenn man jemandem helfen kann, wo es nicht gut geht. Zweitens müssen sie begreifen, dass es auf sie drauf ankommt, weil wenn sie nicht in der Lage sind, Hilfe zu leisten, dann hat der Betroffene viel, viel schlechtere Chancen. Man muss aber auch sich bewusst sein, dass das etwas Belastendes ist. Und darum schauen wir sehr stark einerseits, dass man lachen tut in den Ausbildungen, dass man eine positive Grundhaltung hat, dass man erkennt, dass etwas Wichtiges ist für den Betroffenen, aber dass man auch irgendwie versteht und auch ja, lernt, dass das etwas unter Umständen sehr anspruchsvoll ist, auch emotional. Das finde ich ist bei dem ganzen Technischen sehr wichtig. Die Emotionen sind aus der Ersten Hilfe nicht wegzudenken. Geht das auch an einem Profi wie Ihnen so? Man würde lügen, wenn man sagt, man ist selber davon gefeit. Mein Junior, vierjährig, da haben wir auch schon zwei Situationen gehabt, wo halt einfach du merkst, du bist zwar nicht am Hyperventilieren, aber du bist nicht in der gleichen Ruhe inne, wie du das wärst mit jemandem, wo du jetzt nicht so eine emotionale Bindung hast. Was für Voraussetzungen muss man für die Ausbildung mitbringen? Begeisterung beim Betriebssanitäter, positive Einstellung, man soll lachen während der Ausbildung. Aber so, dass man dann wirklich im Einsatz das Maximum von der Leistung abruft. Auf was legen Sie Wert in der Ausbildung? Wenn wir eine Ausbildung geben, ist das Vermitteln von Fachwissen ist nur ein Teil. Die Zeit, die wir mit unseren Auszubildenden verbringen, ist viel mehr als nur eine Ausbildung. Es ist wirklich eine Interaktion, und wir eigentlich den verlängerten Arm sind auf dem Kunden. Wir bilden die meisten Leute bei Ihnen an ihren Arbeitsplätzen aus und damit trainieren wir mit ihrem Material und wir trainieren dann den Prozess. Wie ist denn eigentlich die Systemlösung von der JDMT entstanden? Wir machen das seit 2002. In den völlig einfachsten Grundzügen. Und dann haben wir ja immer wieder Kunden gehabt, die an ganz aktuellen, echten Problemen irgendwo angestanden sind. Und wir haben dann auch festgestellt, dass pro Betriebssanitäter und Jahr es zu nur 0,7 Einsätze kommt. Aber das 0,7 Einsätze pro Betriebssanität und Jahr ist einfach ein geringer Erfahrungsschatz. Das heisst also, grundsätzlich ein Betriebssanitäter hat keine Möglichkeit, ein Fachwissen aufzubauen. Er ist unsicher und bleibt unsicher, er ist unerfahren und bleibt unerfahren. Nichtsdestotrotz ist er quasi die erste Verteidigungswahl, die wirklich zum Einsatz kommen, wenn etwas passiert. Wir haben uns halt mehr und mehr Gedanken gemacht, ja, wie erreichst du denn gleichwohl die Wirksamkeit? Wie erreichst du, dass es funktioniert? Wie erreichst du, dass sich die Leute sicher fühlen und nicht etwas passiert, das unsicher ist? Wie ist die Systemlösung heute aufgebaut? Das System selber hat 5 Komponenten. Das erste ist ein konzeptioneller Rahmen. In diesem Rahmen musst du definieren, um was geht es effektiv. Also beispielsweise, was sind die Risiken? Was ist die geforderte Leistung? Das kann ja auch sein, dass man sagt, was hast du für Betriebszeiten? Wer ist wofür verantwortlich? Gewisse Kunden machen ziemlich alles selber. Materialkontrolle, Defi-Kontrolle, Organisation der Kurs. Andere Kunden tun komplett alles auslagern. Und das Zweite sind die sogenannten Effektoren, die einen Effekt erzielen, also die Hilfeleistenden. Der Betriebssanitäter typisch ist der qualifizierte Ersthelfer. Der ist dafür qualifiziert worden, erste Hilfe zu leisten. Nach oben gibt es den Laien. Der Laien ist, ich sage jetzt in einem Betrieb mit 200 Angestellten, sind 10 qualifizierte Ersthelfer und 190 sind Laien. Die Laien haben gleichwohl eine Rolle, insbesondere beim Kreislaufstillstand. Dort sagen wir, das Ziel muss sein, dass jeder in einem Betrieb weiß, was er machen muss mit einem Kreislaufstillstand. Das sind 4 Punkte: das Realisieren, das Alarmieren, das Pumpen und das Schocken. Über dem qualifizierten Ersthelfer gibt es den Professional. Der Professional ist derjenige, der halt professionell in diesem Bereich tätig ist. Der Expert, das ist die 4. Stufe, das ist der Facharzt dafür. Zum konzeptionellen Rahmen kommen eben die Effektoren und dann darüber die stufengerechten Hilfsmittel. Also was braucht der Laie?
der Defi. Was braucht der qualifizierte Ersthelfer? Gibt es 2-3 Artikel mehr? Nicht wahnsinnig viel, nach dem Motto weniges mehr. Der Professional Dito und der Expert ebenfalls seine stufengerechten Hilfsmittel. Gefolgt vom niederschwelligen Fachsupport. Also, so wie ich einem Assistenzarzt im Spital die Möglichkeit geben möchte, jederzeit mit dem Oberarzt eine Rücksprache zu nehmen, ohne dass er gerade zusammengeschissen werden muss. Mhm. Wenn man einem qualifizierten Ersthelfer die Möglichkeit geben, jederzeit eine Rücksprache zu nehmen. Wir machen keine ärztliche Beratung, das wäre medikolegal machbar, aber ist nicht das, wie wir aufgestellt sind jetzt. Ist definitiv nicht das. Sondern wir wollen dem Ersthelfer wie eine Art als Navigationsgerät durch die verschiedenen Entscheidungshilfen helfen, sodass sein Entscheid möglichst sicher ist und er sich möglichst sicher fühlt. Weil da müssen wir uns schon bewusst sein, es ist etwas, das auch mit gewissen Unsicherheiten verbunden ist, die Rolle, weil halt einfach, ja, wenn ich etwas verpasse, am Schluss liegt er tot im Bett. Und mit diesen Gedanken spielt die Betriebssanität halt schon auch, dass man Respekt hat davon. Und last but not least, die 5. Komponente ist QM. Wir sind der Meinung, ein Fall, der passiert, muss nachbereitet werden. Und so ist der konzeptionelle Rahmen, Effektoren mit ihren Leistungsmöglichkeiten und ihrer Ausbildung, ihre stufengerechten Hilfsmittel, der niederschwellige Fachsupport und das QM über alle Fälle, das, was unser System macht. Wie läuft jemand einzeln super ausbildet, bringt mir als Unternehmen keinen Erfolg. Was nützt mir, wenn ich vorher Stufe 3 oder vielleicht mal Stufe 4 ausbildete? Und das ist in der Ferien. Sie sagen, die Systemlösung sei wirksam, sicher und effizient. Was verstehen Sie unter diesen Wörtern? Wirksamkeit, das Einzige, was zählt, das muss funktionieren. Sicherheit heisst nicht, Sachen zu machen, die fachlich oder juristisch unsicher sind. Beispielsweise, dass der Betriebssanitäter Medikamente abgibt als Standard. Effizienz, da geht es darum, die eingesetzte Franken soll das Maximum rausholen. Und die Effizienz heisst aber auch, dass die Alarmierung und die Abläufe effizient laufen müssen. Von der Medikamentenabgabe raten Sie also eher ab. Dort kommt dann schnell mal der Punkt, es geht wenig ums Paracetamol, aber ich könnte verschiedene Situationen erklären, wo man sagt, aber da habe ich jetzt wirklich Sachen. Und ich sage, hey, also, das finde ich jetzt dünn sein, so neu darauf bewegen. Nicht vom Gesetz. Das Gesetz soll sich nach den Umständen der Realität richten. Aber fachlich. Also ist das einfach etwas, wo du dich unnötig in eine Gefährdung begibst. Und das muss man entsprechend schauen, es muss sicher sein. Was halten Sie von der Wegleitung vom SECO? Also, ohne will meine SECO zu kritisieren, aber SECO sagt in vielen Belangen, das ist nicht unsere Aufgabe, da klar zu sein. Man muss sagen, ja, aber ihr definiert, was das Arbeitsgesetz bedeutet. Dann müsst ihr auch etwas liefern, dass man mit dem arbeiten kann. Also die Wegleitung. Ich meine, entweder ist sie klar formuliert und dann ist sie eine Bauanleitung und die dient nicht nur um Sicherheitsbeauftragten, sondern auch um Inspizienten. Oder dann ist sie das nicht. Aber du kannst nicht irgendwo sagen, du hast ein Dokument, auf das beruft man sich und dann kannst du dann innen, die Weiterbildung muss regelmäßig sein. Ja, was heisst regelmäßig? Alle 10 Jahre ist regelmäßig. Und dass heute zum Beispiel der Wegleitung man irgendwie noch von Sanitätsbüchse schwätzt oder aufzeigt, was es alles für mögliche Übertragungsmittel gibt, drahtlos oder nicht. Aber der Defi als wichtigstes Hilfsmittel für die Ersthilfe nicht erwähnt ist, muss man sagen, das ist realitätsfremd. In der Ersten Hilfe gibt es einige Systematiken. Nicht alle sind allen ganz klar. A, B, C, Gabi, 30:2 oder doch 40:2. Durch das Ampelschema Schauen, Denken, Handeln ist etwas ähnlich spezifisch wie die Wegleitung vom SECO. Und dann S, A, B, C, D, vielleicht sogar mal mit einem E, wo du dann aber sagst, D heisst bei der Reanimation Defibrillation, aber das ist immer ein A, B, C, D, sondern C, A, B. Aber wo ist denn das D im CAB? Also wäre es CD, AB. Aber ist jetzt wirklich mit A und B? Also das nützt niemandem. Also wenn einer sagt, ich kann das GABI, dann soll er das GABI anwenden. Ist immer noch besser als ABCD, weil das GABI gibt eine Antwort, ist Bewusstsein an oberster Stelle. Und eben ABCD kommt das Bewusstsein erst beim 4. Punkt, oder? Mit Disability, die erst nicht logisch ist für Bewusstsein. Wenn du mal erklärt hast,
wie das ist, dann ist es auch keine Frage mehr. Wie mit dem Beatmen auch. Wenn du sagst, selbstverständlich musst du beatmen. Und dann ist das mit 30-2 oder 40-2 oder was auch immer es denn ist, gar nicht so entscheidend, oder?